Damit haben wir auch die Hauptquest durch den Spalt gelöst. Nach ihrer Rettung wird Talia vielleicht eher gewillt sein, den Splitter der Winterschee herauszugeben. Talia ist geschwächt und kann ihre Zauberkraft kaum einsetzen. Sie bittet sich um sicheres Geleit durch die Spalte zurück nach Westen. Ja. Talia ist von Ulata in einen Feuerkreis gefangen worden. Um sie zu befreien, muss Ulata vernichtet werden. Das haben wir auch geschafft. Wir haben die 4 Splitter gesammelt. Und können jetzt dem Wächter die Splitter bringen. Oder erst einmal die Kisten hier öffnen. Ja. Große Kraftanstrengung, den leuchtend roten Schlüssel verwenden. Mit einem Klick entriegelt der Schlüssel das Schloss. Die Kiste kann nun geöffnet werden. Jetzt zieh den Schlüssel wieder aus dem Schloss. Nein, nicht durch das Portal. Ich will die Truhe. Ja, Schlüssel verwenden. Die Kiste kann geöffnet werden. Der Schlüssel bricht ab. Das abgebrochene Stück kann nicht mehr aus dem Schloss herausgezogen werden. Ah, Trollsachen. Orksachen. Mein Stein des ewigen Feuers, den ich noch brauche. Zu Befehl. Unverzüglich. Auf dem Weg. Jetzt hole ich mir noch wenigstens den Seelenstein wieder. Ja, man sieht, nach einer Weile sind wieder überall Dämonen unterwegs. Ich glaube, wenn man richtig drauf achtet, kommen die alle von hier. So, mit dem Seelenstein kann ich mich jetzt gleich nach Mulandir zum Säulenplatz porten. Ja, bring die 4 Splitter zum Wächter nach Mulandir. Die Splitter sind gefunden. Der Mächter in Mulandir wird den Phönix gegen sie eintauschen. Denken wir mal. So, ich kann die Trollrune nehmen. Schwarze Magie, Nekromantie und Fluch. Das heißt, ich werde den Mentalisten gegen die Hexe eintauschen. So. Oder den Hexer, besser gesagt. Ah, Flammenauge. Klingt gar nicht mal so schlecht für die Haupthand. Außer da ist noch was anderes. Besseres? Nein. Schildmäßig. Und wieder das Magierschild aus Lavagestein. Der Robe des äußeren Zirkels. So, helmmäßig die Obsidianmaske. Ringe. Ring des Erzmagiers klingt nicht schlecht. Das klingt auch nicht schlecht. Glutband. Ah, klingt aber auch nicht gerade so. Das klingt aber nach eher was für uns. Nämlich Ersatz für den Einbrecherring. Ja, bei Utwitzring gebe ich nicht so schnell her. Der Einbrecherring eher. Haben wir etwas weniger Wendigkeit, haben dafür aber Ausdauer. So. Während die Helden ausgebildet werden, gucken wir uns mal die Gebäude an, die wir jetzt noch haben. Also erstmal Ork-Gebäude. Nahrungslager haben wir schon. Oh, dunkle Schmiede. Aber ja, da müssen wir erstmal hier ein bisschen nach hinten verschieben. Aber erstmal brauchen wir hier das große Haupthaus, habe ich richtig gesehen. Und die dunkle Schmiede hier. Dann haben wir den Veteranen, die stärkste Ork-Einheit, die nur Eisen braucht, hier.
Also genauso wie der Speerträger und den Hornbläser. Gut, trollmäßig. Gucken wir mal, wir haben das Nahrungslager auf jeden Fall. Und den Leichensammler. Heide der makabersten Gebäude, der Leichensammler. Mittleres Haupthaus. Oh, Felsenschleuderer und das Eisenhaus. Das ist die Schmiede. Nicht die Schmiede, die Schmelze. Halt. Nee. Nee, nee, nee. Blödsinn. Also der Steinwerfer, der stimmt schon mal. Das Eisenhaus aber ist das letzte Ausbildungsgebäude, das man braucht, um Berserker und Schleuderer auszubilden. Genau, Eisenhaus wird für Berserker und Schleuderer gebraucht. Mhm. Gut. Hier, sofort! Ist meine Truppe bereit? Und los! Sieht bereit aus. Wir speichern lieber mal sicherheitshalber über das Let's Play wieder hinweg. Sofort! Sofort! Und geben dem Wächter den letzten Splitter. Habt ihr etwas gefunden? Ich habe ein Bruchstück des Kunstwerks. Zeigt her! Der Splitter der Winterstille. Tatsächlich. Keinem vorher ist es gelungen, Talia umzustimmen. Erstaunlich. Hier habt ihr euer Kunstwerk. Es ist komplett, wie ihr verlangt habt. Gebt mir nun den Phönix. Wohlan denn. Er soll euch gehören. Möge er euch und eurer gerechten Sache dienen. Das hier ist nicht der Phönix. Dieser Stein hat keine Macht. Er ist nur Blendwerk. Verflucht sei euer Speergeist. Dann ist es wohl unvermeidbar. Dass ich euch töte. Ihr hattet doch nicht im Ernst erwartet, dass ihr von mir den Phönixstein bekommen könntet. Ihr habt mir gut gedient. Mein Kunstwerk ist dank euch endlich vollendet. Jetzt sterbt wohl, närrischer Krieger! Wölfe, herbei zu mir! Tötet diesen Runensklaven! Ich rufe euch, Illusionen! Herbei, ihr Lichtspiele! Kommt her, Blendwerke! Schützt euren Meister! Ja, der Typ ist ein Illusionist und ein Schmierenkasper. Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Zurück! Schlagt sie zurück! Verstärkt sie die Deckung! Sie sind überall! Die Rune ruft! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Unverzüglich! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Bereit! Zum Angriff! Sie sind überall! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Auf mein Kommando! Das Problem ist, die Jungs sind etwas stark.
Das ist ein Hinterhalt. Wow. Und sie verfolgen mich aber eine Weile. Hier. Ich sollte wirklich gucken, dass ich mich in Zukunft beim nächsten Angriff auf einen fokussiere. Am besten den, der schon fast tot ist. Wird sofort ausgeführt. Die Rune wird sofort ausgeführt. Auf mein Kommando. Übrigens toll, dass du ein Kämpfer bist, ja. Aber vorwärts. Fernkampfskills hast. Wird sofort ausgeführt. Auf dem Weg. Feindlicher Angriff. Die Rune Sie ruft. Sind überall. Bereit. Zur Ehre Aonies. Haltet durch, Männer. Auf mein Zeichen. Schlagt sie zurück! Die Rune befiehlt. Schließt die Reihen! Halte ja, durch, so Männer! So schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Die Rune befiehlt. Schließt die Reihen! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Die Rune ruft. So, jetzt ist es nur noch der eine hier. Sie sind überall! Auf mein Kommando. Folgt mir. So. Folgt mir. Sofort. Sofort. Dann haben wir noch die Mechlans hier um. Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Auf mein Zeichen. Los, in die Schlacht. Die besitzt nämlich gar keine Stärke. Bereit. Folgt mir. Weil es nur Illusionen Vorwärts. Von dem Original-Mechlern sind. Sofort! Schnell! Verstärkt die Deckung! Und los! Und los, zur Ehre Aonies. Hier sind nochmal zwei, drei Mechlans. Ich würde aber sagen, wenn wir die verprügelt haben, auch wenn es ein böser Cliffhanger ist. Verstärkt die Deckung! Ja. Der Phönixstein des Wächters war eine Illusion Mechlans, genau wie der Wächter selbst. Mechlan hat sich im Nordosten Mulandirs geflüchtet.
Der echte Phönix ist in seinem Besitz, nur mit Gewalt kann ihm entrungen werden. Habe ich jetzt hier eigentlich den falschen Stein irgendwo? Nö. Gut. Mir nach. Aber wie gesagt, den Rest machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Ich speichere hier. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Bis gleich.